Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Mario Galaxy 2 und ich mache es hier gerade etwas, was ich noch nie gemacht habe und gehofft habe, nie machen zu müssen. Ich kommentiere im Nachhinein auf einen Clip, weil es hat mir die Audiospur von dieser Aufnahme zerhagelt. Irgendwie, ich habe jetzt mal mit dieser Aufnahme die Wii nicht über den PC-Monitor laufen, also sondern den PC ist auch noch am Fernseher angeschlossen. Und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat es das irgendwie grafikkartenmäßig nicht gemocht, dass er eben das Bild ist analog an den Fernseher, nicht mehr digital an den nochmal neu den Satz bauen. Also vielleicht hat es dem PC nicht geschmeckt, dass er das Bild nicht an das digitale Teil vom Monitor, sondern an das analoge vom Fernseher schicken muss und dann hat er gespackt. Egal. Wir sind hier in Bowser Juniors Festung und auf dem Weg zum ersten Boss. Ich weiß, dass jetzt und im nächsten Part ich ziemlich sauge, steuerungstechnisch, weil der Lag mit dem PC war um einiges größer als mit dem mit dem Monitor. Das heißt, ich werde im nächsten Part auch ziemlich frustig sein. Da hat es zum Glück die Audiospur auch zerrissen und ich kann euch da neu drüber sprechen, weil da war ich schon sehr demotiviert. So, und jetzt werde ich gleich da oben, ich glaube, ich habe es schon gesehen gehabt, da war eine Kometenmünze. Noch da, doch in diesem Teil bin ich vollkommen unfähig zu bekommen. Achte mal drauf, Achtung, pass auf! Ich komme halt echt nicht auf die Idee. Oh, es macht den Magic Koopa Blatt. Ich komme halt nicht auf die Idee, diese scheiß lila Vorsprung zu benutzen, um da hochzuhüpfen. Ich habe mehrfach Jump versucht, aber durch den Lag am Fernseher voll gefailt. Jetzt kann ich mir so, oh, vielleicht klappt es ja irgendwie mit einem Backflip. Nein, ich mach's nicht mal. Ich gebe schon auf. Oh Mann, wenn ich das jetzt im Nachhinein angucke, denke ich mir echt, ob ich besoffen war. Und hier, voll geil, ich renne in den Rhein, drehe mich danach, renne in den Rhein. Ihr seht schon, da hat mir die Steuerung ein paar Striche durch die Rechnung gemacht. Das ging gar nicht. Und da sieht man nochmal die Kometenmünze, an die ich nicht rangekommen bin. Aha, und da, Knochen trocken, yay, in 3D, voll toll. Da hole ich mir die Münze, weil ich gerade eben so grandios in den Gegner reingerannt bin. Achtung, pass auf, und zack, da war es jetzt nochmal. Und jetzt, in dem Moment ging mir der Arsch auf Grundeis, ich dachte, jetzt sterbe ich. Und ich habe mir nur gedacht, so, oh mein Gott, wie soll ich das Level mit dieser Steuerung überleben? Doch andere sagten mir auch, so schlimm kann das gar nicht sein. Schon wieder voll in den Gegner reingerannt. Och je. Ich tue mir gerade selber leid beim Zugucken. Aber da habe ich jetzt wieder voll Energie und da kommt jetzt ein Magic Koopa, den ich nicht schaffe zu töten für eine ganze Weile. Er rennt echt weit weg. Seht mal her. Hier, ich traue mich auch gar nicht ranzugehen, weil ich so Angst habe, in ihn reinzulaufen. Oh Gott. Oh Mann. Was spielt da von Rotz zusammen? Jetzt Feuer ausweichen. Und da ist ein Max Powerpilz. Nimm ihn dir. Mein ich. Gut. Ich meine, es wäre unsicher, ihn anzufahren, weil ich weiß, dass ich ihn genommen habe. Aber anyway. Jetzt hüpfe ich gleich durch diesen tollen Sternring durch. Und schieße mich auf den Bossplaneten. Da kommt, glaube ich, irgendwas mit Corumbulus oder so. Ich lese einfach mal kurz vor. Da kommt nämlich Baby Bowser in seinem Dr. Wily Gedenkmobil angeflogen. Das kennen wir schon aus Rocket Knight. Yeah. Bist du also wirklich so weit gekommen? Ich brauche Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Color Carambolus, dein Abendessen ist fertig. Aber denk an, auf deine Bauchringe aufzupassen. Ich weiß nicht, ob Color Carambolus heißt. Ich habe es ganz schnell mal gelesen. Überflogen das Wort, aber ich war es war richtig. Und da ist der Boss. Color Carambolus, wenn das der Name ist. Und der mampft hier fröhlich den Planeten. Und er hat diese, oh je, ominösen roten Bauchringe, was man da wohl machen muss. Duh. Und der Gegner stürzt sich mit dampfender Nase auf uns und fängt an, den Berg zu umnommen. Und das ist jetzt ziemlich kurios hier. Ich habe dieses Level bereits mal vor dem eigentlichen Let's Play schon mal gespielt und fand den Boss relativ knackig. Und jetzt spiele ich hier mit totalem Lag und mache ihn relativ gut. Bleib, pass auf! Zack! Ein Ring weg. Zack! Noch ein Ring weg. Und ich ignoriere jetzt vollkommen, dass er auf mich zufliegt, laufe durch und denke so, ja gut, hau ich mal nochmal einen so einen Ring weg, oder? Nee, doch nicht, aber jetzt gleich, bam, gebe ich ihm einfach mal so ein Ding mit. Und nach drei Treffern, ihr seht schon, wird er leicht säuerlich, leuchtet rot. Ich muss gehen, heute ist ein müder Tag. Und er leuchtet rot und ist böse und frisst sich wieder durch den Planeten durch.
Da taucht er ab und dann schnapp ich mir jetzt die anderen Ringe, aber da kommt er schon auf mich zu, oder? Aber da entkomme ich ihm so halb durch einen Treffer. Einmal macht es, glaube ich, noch. Da macht er eigentlich durch dich durch. Voll suizidgefährdet. Das klopfe ich, glaube ich, nochmal hier, oder? Ja, das klopfe ich den einen Ring und den anderen auch noch ganz kurz, bevor er mich frisst. Und dann fängt er an zu leuchten und zu blinken und macht Puff! Gleich im Moment, Achtung! Puff! Und weg ist er. Und dafür erhalten wir einen großen Stern. Wupp! Und da haben wir ihn. Die Musik ist theatralisch, episch. Wir haben es geschafft. Wir haben einen großen Stern erhalten. Und so schnell ging es. Jawohl. Da fliegen wir mit dem großen Stern. Und so schnell, wie wir ihn erhalten haben, haben wir ihn auch schon wieder verloren, denn jetzt fliegt er in die Weiten des Weltalls hinaus, um ein Weltentor zu kreieren. Da steht's gleich im Moment. Achtung, da, ein Weltentor wurde geöffnet. Color Carambolus, yo. So, Münzen und Sternteile für mich. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder Luba und labert ihn voll. Du hast es geschafft, du hast einen großen Sterntor gebraucht. Großartig, komm, groß, hier, schau, schon hier, kleine Stern. Jetzt können wir die zweite Welt ansteuern und da wir nähern uns also dem Blind-Spielen in der nachfolgenden Welt, habe ich noch so ein, zwei Sterne gemacht. Und dann sind auch mein Wissensquelle ist dann auch erschöpft, meine Wissensquelle. Ich sollte mir überlegen, wie ich den Satz beenden möchte, bevor ich ihn tatsächlich ausspreche. Und hier sehen wir schon die Weltkarte von der nächsten Welt. Und dieser Rubikswürfel, da vorne ist unsere erste Anflugposition. Ja, jede Menge Powerstellen, jede Menge Kraft und wir gehen auf Kurs. Also, die Puzzleplankengalaxie. Auf geht's. Und der Stern trägt den Titel RIP, das Geheimnis des Bilderrätsels. Ich weiß nicht, ob ich da schon jetzt rumfehle oder erst im nächsten Video, aber doch, ich glaube, es war dann ziemlich genau hier. Ich bin froh, dass ich das nochmal neu vertone. Dann kann ich nachher in den Stellen, wo ich den 10.000 Mal sterbe und echt geflucht habe, ein bisschen was Nettes drüber reden. So, was machen wir hier? Wir können da Sachen reinstampfen und dafür Dinge aktivieren. Da kommen wir Sternteile. Da oben ist ein Trampolin. Da habe ich zuerst nicht gedacht, dass ein Trampolin ist und war leicht überrascht, dass der Schalter in die Luft schleudert. Da lerne ich die Stampfattacke. Total bescheuert eigentlich. Und dann ist es auch nicht nötig. Ich muss mir nicht zeigen, wie das geht, was ich gerade eben schon zweimal gemacht habe. Da ignoriere ich diese komische Platte, die ich eigentlich drücken müsste und nehme mir diese hier vor. Da gibt es Sterne für mich. Sternteile, um genau zu sein. Und jetzt war ich ein bisschen geflasht mit der Steuerung. Ihr seht schon, ich eier da rum und komme nicht voran. So, jetzt suche ich, wo es weitergeht. Aber ich habe vollkommen diese schwarze Platte vergessen. Da habe ich sie wieder gefunden und drücke sie. Und plopp, dann puzzeln wir da unten rein. Und da haben wir vier Trampoline und wir hauen den Rickler um. So. Und jo, weiter geht's. Wir hauen hier drauf und bekommen Sternteile. Wahnsinn, großartig, grandios. Man kann hier genug Sternteile haben. Und wir klopfen auch diesen Riddler. Wir bekommen dafür noch mehr Sternteile. Und ein Sternring. Da könnten wir weiter, aber das ignoriere ich einfach. Gekonnt ist gleich, Achtung. Aha. Und da, passt auf, dann möchte ich jetzt wissen, wieso ich da fehle. Und da, zack, vorletzte Note. Hinterhältig, oder? Voll der Scheiß.
gemeine Sachen hier, aber dennoch schließe ich mir mich da hoch. Da war ich noch froh Mutes. Da war ich noch gut aufgelegt. Da dachte ich mir so, ja gut, da passt doch alles. Steuerungstechnisch ist ein bisschen seltsam, aber noch habe ich damit keine Probleme. Und da mache ich jetzt einen Schnitt. Bye, bye.